So, und da sind wir wieder. Was willst? Ich fordere dich zum Duell. Aha, du willst es nicht auf dir sitzen lassen, was? Na gut, komm her! Wehr dich! Ja, gib's ihm! Schlag doch zurück! Schlag doch zurück! Was hat er denn hier? Das nehme ich mir, das nehme ich mir, das nehme ich mir. Den Rest kannst du behalten. Ja, die Waffe lassen wir dem auch mal. Was gibt's Neues? Hier bei uns nicht viel. Aber frag mal in der Stadt nach. Ich glaube, die haben bald nichts mehr zu fressen. Tja, die mögen die Stadtleute nicht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Du hast mich doch provoziert. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Einhandwaffen, super. Ich wollte doch 10 Punkte in Einhandwaffen stecken. Und den Rest in Stärke. Warte mal. Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Also die haben auch ein relativ gutes Sozialwesen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das bin ich. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Mhm. Gut. Ja, wir wissen so in etwa, was die Söldner hier so vorhaben. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, geht das nur über hartes Training. Stärke wird langsam richtig teuer. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Was hast du denn hier? Boah, Elixier des Lebens würde ich mir so gerne kaufen. Leichter Zweihänder, edles Kurzschwert. Mal gucken, ich glaube nicht, dass wir 1500 zusammenkriegen. Eine Spitzhacke reicht uns aus. Brauchen wir nicht. Die Armbrust behalte ich mal. Diesen Bogen brauchen wir nur einmal. Langschwert, Paladinschwert. Ja, Wolfszahn haben wir zweimal. Wenn wir Degen, jo. Ich habe den Sumpfkraut mal verkauft. Teleportstein. Teleport zu Harp hier. Pech brauchen wir auch nicht. Silberne Schale. Puh, dann müssen wir später nochmal zu dem hin. Ich will mir das Elixier kaufen. Aber der Idiot lässt sich das ganz gut was kosten. Da
Karrenwurzel ist natürlich nett. Können wir Stärketränke später draus brauen oder brauen lassen? Das ist jetzt die Frage. Ich speichere, bevor ich auf die Insel schwimme. Weil ich weiß nicht, was mich da... Also ich weiß schon in etwa, was mich da erwartet. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ein Hinter sind wir immer noch Anfänger. Bis 30%, glaube ich. Da warte doch schon so einer. Ich sehe ihn doch schon von hier. Ich glaube, das ist nicht der Einzige. Da erwarten uns bestimmt zwei Stück. Aber es wird schwierig. Ja, hier gibt es natürlich viel Sumpfkraut und so ein Kram und ja, ist nicht ganz so geil, wenn wir das Zeug essen oder so ein Sumpfkrautstängel qualmen. Das kann schon mal die ein oder andere Nebenwirkung haben. Ich war mir ziemlich sicher, dass es hier zwei sind. Naja, gut. Sumpfkraut hebe ich mir aber trotzdem mal auf. Für später. Wir werden davon noch ein bisschen was brauchen. Jo, dann haben wir eigentlich alles, glaube ich, für den Greg. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. War doch recht knapp. Sind die uns sauber, mit der reingehen? Ich glaube nicht. Kann ich mich nämlich bei dem mal in der Hütte legen, aber vorher speichere ich ab, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der sauer wird oder nicht, wenn wir hier pennen. Alles cool? Okay. Gut. Die Kampfmusik hat mich schon in Alarmbereitschaft versetzt. Aber das scheint doch ganz gut zu gehen. So, Greg, du wartest hier, hast du gesagt. Da steht er doch schon, der alte Seebär. Der olle Chalunke. Ich habe deine Vergrabung. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit. Ich habe sie. Dann beschaff mir die Sachen, bevor... Hä? Hm, ich habe die goldene Schale. Geisteskraft. Oh nee, habe ich dem irgendwas verkauft, was ich es nicht hätte? Hey. Ich habe das, dann müsstest. Ich hab dann besch. Hey, du. Ich hab, dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen Gold. Die Schale. Ich hab dann besch. Na. Ist natürlich doof, weil ich glaube, ich habe die dem nämlich verkauft. Aber komm, eine silberne Schale, viel hat er
Ja, das ist das Problem. Er hat uns zwar nicht viel dafür gegeben, aber er nimmt, glaube ich, richtig viel. Oh, ich bin so ein Idiot. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich bin so ein Nappel. Hey. Zeig mir die Auswahl. 250, Lecco mio. Das ist, tut weh. Wenn du mal bedenkst, dass der uns nur 8, dass der uns vielleicht nur 30 oder 50 Gold dafür gegeben hat. Das tut stark weh. Naja, Lerneffekt. Und ich habe vorher gespeichert. Das ist das Problem. Naja, gut. Wir werden schon nicht dran sterben. Hey, du. Dann müsstest... Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen. Ein Goldkelch. Eine silberne Schale. Und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Eine Sache. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Alles klar? Wie man's nimmt. Die Söldner sind nicht wirklich eine große Hilfe für mich. Ich hatte erwartet, die hätten ja wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles nur Aufschneider und Großmäuler. Ich vermute, du suchst einen Kerl namens Dexter. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Ich weiß, wo du ihn finden kannst. Tatsächlich? Erzähl! Nicht weit von hier. Er ist offensichtlich der Anführer einer üblen Bande von Banditen. Ja, das ist er. Ich wusste, dass er sich hier irgendwo verkrochen hat, die alte Landratte. Ich muss jetzt nur noch in den Kellerlöchern und Rattennestern in der Gegend hier noch sehen. Den Schweinehund finde ich schon. Da brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Was wolltest du denn von den Söldnern? Das weißt du doch. Ich suche diesen Kerl in der roten Rüstung. Aber die Idioten hier wissen auch nicht, wovon ich rede. Gut, 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 gut. Jetzt müsste ich eigentlich kurz vor der Stufe, nächsten Stufe stehen. Könnte ich nochmal... Was haben wir denn hier? Wolfszahn 45, 60. Das ist natürlich ordentlich. Dem haben wir nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Fester. Hey. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich sie überlebe. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in den großen Felsen. Da gehe ich erstmal alleine hin. Dann sage ich dem, dass wir das Feld gemeinsam angreifen können. Muss ich mich vorher aber noch voll heilen, weil das ist nämlich ein Arschloch. Hier gibt es nämlich noch mehr zu entdecken. Gold und Gold und rostige Axt und Gold und Gold. Ja, das kacken die Viecher wieder aus, ne? Aber mit Haut und Haaren können sie die Leute fressen. Ah, ein teurer Trank. Den können wir entweder für gutes Geld verkaufen.
Ja, wie viel Gold liegt hier denn noch? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Das ist ein Geschicklichkeitstrank. Weißt du was? Komm, scheiß da unten drauf. In Geschicklichkeit werden wir eh nichts rein investieren. Da kann ich den ganzen Scheiß auch fressen. So, das ist nämlich ein kleiner Halsabschneider, dieser Drecksack. Er tut nämlich so, als hätten wir gar nichts gemacht. Und dann will er den ganzen Scheiß nämlich selbst einsacken. Dieser Lümmel. Da ist noch ein Pilz, den hätte ich gerne. Danke. So, bo. Hey du. Wir könnten das... Du willst mir helfen? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen... Na gut, lass uns die... Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Ich glaube, du hast die Hosen voll. Zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Genug für dich, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe den Mund nicht zu voll genommen. Ja, der beschwert sich jetzt. Ist ja ekelhaft und pipapo. Knapp 700. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Warte mal. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. So, der ist... Komm, den klauen wir komplett, ey, Drecksack. Also du kannst von den Gegnern schon alles mitnehmen. Na komm, mache ich auch. Warum denn nicht? Warte mal. Okay, du bist... Gut. Das reicht dann auch. Also ich krieg's nur einmal XP, wenn du niedermetzelst. Und danach passt das schon. Nein, noch nicht. Ich habe keine Lust, dass der sich... da einmischt. Wo ich glaube, das ist dem scheißegal. Knapp 600. So, dann ist hier schon mal Ruhe. Heilpflanze, yay! Also wie ihr schon seht, die Steintafel, das ist gut. Söldner sind nicht so gerade das Völkchen, das lange miteinander spricht. Die sprechen lieber mit ein paar guten Faustschlägen. Aber die stecken auch ordentlich was weg. Also es ist nicht so, dass die irgendwie dann beleidigt sind oder so, sondern die erkennen das an. Also wenn du den einen vor die Umme haust, dann hier ist der Dieter schon mal ganz friedlich. Also von daher, das ist ein ganz nettes Völkchen, gefällt mir eigentlich. So ein bisschen Testosteron fließen, ein bisschen Haue, ist schon mal ganz gut. Nur die Bauern dürfen sie, glaube ich, nicht angreifen. Dann gibt's eher.
Macht Spaß, du Lümmel. War mit deinem Freund beschäftigt und dann kommt sowas von dir, von der Seite, du Drecksack. So, ich habe hier alles, was ich brauche. Da möchte ich später hin. Hier möchte ich nochmal alles wegfarmen. Hier wird später auch nochmal ein Event getriggert. Aber trotzdem möchte ich noch hier hin. Links, rechts, links. Super. Bolzen und Gold. Das ist doch schon mal sehr nice. Oh, wir haben 900 Gold. Woher? Ach so, ja, doch klar, ich habe ja schon bei dem Erol ordentlich Zeug verkauft. Feuerwurzel, Feuerwurzel, Drachenwurzel. Oh, mit diesen Wurzeln kannst du eigentlich permanente Magietränke bauen. Hey, du. Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin. 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt? Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Gar nichts. Ich wollte nur die XP von der Quest haben. Ist doch nichts dagegen, oder? Ich guck mal. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob er sauer ist, wenn wir seine Truhen ausplündern. Nö, bis jetzt nicht. Dann penne ich mal eine Runde. Das ist doch schon mal gut. Jetzt immer noch am Holzfällen. Alter, machst du auch mal eine Pause? Du musst ja einen Tennisarm haben, hier wie Boris Becker. Gut, hier sonst nichts. Wir haben ein bisschen Kohle. Drei Meter große Gesellen. Hier sehe ich jetzt erstmal nur Wölfe. Jo. Vielleicht können wir uns irgendwann mit dem anlegen. Mein Wissen sagt mir besser nicht. Mein Instinkt sagt mir nein. Naja, das Spiel guckt nicht, wie weit wir sind. Und das Spiel sagt, hier hast du. Kommst du klar? Nein, dann nein. Gut, hier habe ich alles gemacht. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen bei den Söldnern umgucken. Allerdings muss ich auch gucken, wie lange ich... Jetzt habe ich die Uhr total vergessen. Ja, das passt noch. Ich verliere mich immer gerne in das Spiel. Ach so, ja. Ich muss mich voll Leben essen. Dann bete ich. Inos, ich gebe dir... Ja, geil, geil, geil. Ich krieg wieder Stärke. Gleich mal gespeichert. Bis zum nächsten Part. Ciao.